Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Das Ziel ist bekannt. Der Weg dahin bleibt vielfältig. Verbrennungsmotoren müssen reduziert und durch Wasserstoff- und Elektromotoren ersetzt werden. Auf fossile Öl- und Gasheizungen muss verzichtet und dafür in Wärmepumpen und Fernwärme investiert werden. Wie die Zukunft genau aussehen wird, kann niemand vorhersagen. Doch durch Berechnungen lassen sich mögliche Entwicklungen besser einschätzen. Mithilfe eines hochkomplexen Computermodells, bestehend aus ca. 6 Millionen Gleichungen, haben Forschende am PSI den Blick in die Zukunft gewagt und mögliche Szenarien berechnet. Drei solche Szenarien präsentieren wir hier und fokussieren uns dabei auf den Stromverbrauch. Der Anteil Strom am Endenergieverbrauch wird auf etwa 50% ansteigen. Doch woher nehmen wir diesen Strom? Kernkraftwerke wollen wir bis 2050 vom Netz nehmen. Wasserkraft ist in der Schweiz fast ausgeschöpft. Photovoltaik ließe sich ausbauen. Wie viel Fläche wollen wir dafür nutzen? Wir könnten Alternativquellen wie beispielsweise Windkraftwerke in Betracht ziehen. Oder wir müssen ganz einfach sparen. Keines dieser Szenarien wird exakt so eintreten. Aber sie zeigen mögliche Handlungsoptionen und ihre Konsequenzen. Mehr zum Thema erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins.